So, dann darf ich nochmal herzlich willkommen heißen zum Chartwebinar am 27. Oktober 2015, also dem letzten Chartwebinar im Oktober und damit eben auch einem Monat bzw. der vergangenen 4 Wochen, die richtig gut gelaufen sind an den Aktienmärkten. Wenn ich das ein bisschen Revue passieren lasse, was zuletzt passiert ist, haben wir eigentlich ganz gut gelegen mit unserer Einschätzung, dass der DAX und auch die meisten Werte wahrscheinlich steigen werden. Das war ja auch Ihre Prognose gewesen bei der letzten Umfrage, die ich gestartet hatte am Anfang des Monats. Also von daher schon mal Glückwunsch an Sie. Haben Sie die richtige Nase gehabt und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Der Markt in einer ganz anderen Verfassung als zum Beispiel noch zu Monatsbeginn. Wir haben kräftig zugelegt in den vergangenen rund 2 Wochen. Und das muss natürlich jetzt erstmal wieder so ein bisschen auch auskonsolidiert werden. Ganz normaler Prozess natürlich. Der DAX heute leicht im Minus gewesen, unter der 10.700er geschlossen. Der Tech-DAX, wie gestern auch schon, kam ein bisschen stärker unter Druck, was natürlich wiederum daran liegt, dass hier ein Schwergewicht im Augenblick die Laune bei den Technologiewerten so richtig vermiest. Und das ist Dialog Semiconductor, die ja gestern schon um 20% nach unten geschickt wurden, aufgrund eben einiger unglücklicher Zustände, möchte man mal sagen. Heute ging es 1,7% nach unten, nicht ganz so schlimm. Dafür erwischte es eben dann Manz mit knapp 28%, RIP Software auch mit 12%. Also die Technologiewerte extreme Volatilität hier im Augenblick gegeben. Da muss man wirklich aufpassen. Das ist auch schon so ein erster Hinweis sowieso für die nächsten Tage. Seien Sie da sehr vorsichtig mit Neuengagements, ganz gefährlich unter Umständen, eben wenn man nicht genau weiß, wie es eigentlich, wie die Zahlen dann ausfallen werden. Da kann es positive und negative Überraschungen geben. Sie bekommen eben dann eine Aufwärtslücke oder eine Abwärtslücke unter Umständen zu Handelsbeginn. Ihre Stoppkurse werden direkt überlaufen und damit könnte dann der Verlust sogar wesentlich größer ausfallen, als es eigentlich vorher im System eingegeben gewesen ist. Also immer auch gucken, wenn man jetzt wirklich neue Positionen aufbaut, gerade im Hebelbereich, wann stehen die nächsten Unternehmenszahlen an. Das ist ganz wichtig, das haben die vergangenen Tage gezeigt. Das gilt nicht nur für Technologieaktien, die relativ kräftige Kurssprünge natürlich zeigen können, sondern zum Beispiel auch eine BASF, heute ja deutlich unter den Rädern und BASF ja auch so ein Wert, ein Indexschwergewicht im DAX, was natürlich dann auch den Gesamtmarkt nach unten zieht, 4,7% heute verloren. Das kann der DAX nicht so ohne weiteres natürlich dann ausgleichen. Sie sehen hier unseren Fahrplan, den wir mal uns vorgenommen haben für heute, eigentlich ganz passend. Dialog steht hier sogar im Titel drin, den Titel habe ich vor ungefähr 4 Wochen festgelegt, also sicherlich ein ganz guter Treffer. Aixtron hat eben auch gemeldet heute. Die gucken wir uns alle an natürlich, die Werte aus der zweiten Reihe verstärkt. Wir beginnen gleich nochmal kurz mit der neuen Sentimentumfrage natürlich an Sie da draußen, wie Sie den Markt einschätzen, ganz wichtig. Wir beleuchten kurz mal die Berichtssaison in den USA, wie ist es bisher gelaufen. Stehen ja noch viele Zahlen an, gerade heute nachbörslich wird es ja spannend mit den Daten von Apple. Die USA mit den Dickschiffen, die den Augenblick den Markt nach oben ziehen. Also wenn ich jetzt in den USA investieren will, welches Segment sollte man bevorzugen, wo es im Augenblick relative Stärke gegeben. Also Selektion ist hier entscheidend. Dialog und Apple heute unser Schwerpunktthema. Stichwort hier Wachstumsfantasie entweicht. Ich habe Ihnen hier die Eckdaten von fundamentaler Basis mitgebracht und dann gucken wir natürlich auf den Chart. Natürlich auch auf den DAX, ganz klar, nach gut 3 Wochen Pause müssen wir mal schauen, wie hat er sich entwickelt, wie ist im Augenblick die Prognose für den Jahresschluss, kann man noch ein Jahresendrallye erwarten, die ja jetzt schon gelaufen ist zu einem Großteil oder kommt da noch mehr kommen. Einzelwerte habe ich Ihnen ein paar rausgeschrieben, auch von Fragen von Ihnen, Mastercard, Visa, Manz, Nordex und so weiter und natürlich Ihre Fragen, die Sie mir noch stellen können. Während des Webinars, also einfach mitmachen. Gut, starten wir mal durch, was zuletzt passiert ist. Ich habe Ihnen hier natürlich mal die Übersicht mitgebracht, damit wir kurz wissen, was ist eigentlich so in den vergangenen Wochen gelaufen. Nicht sehr viel, möchte ich mal sagen, bis ungefähr vor einer Woche. Sie sehen hier, der DAX ganz grob handelte auch nur in einer Seitwärtsspanne. Da war noch nicht so viel passiert.
bis ungefähr vergangenen Donnerstag. Ich zeichne hier mal dieses Rechteck ein, in dem wir uns sehr lange im Sommer eigentlich befunden haben. Und dann hier am Donnerstag, da kam dann der dynamische Ausbruch nach oben, dieser Befreiungsschlag. Sie haben es inzwischen natürlich mitbekommen. Die EZB hatte ihre Finger im Spiel. Wir haben mal wieder Notenbanken, Märkte. Das haben wir ja sowieso schon inzwischen seit vielen Jahren. Aber eben jetzt die vergangenen Tage hat man das nochmal ganz deutlich gemerkt. Hier geben einfach die Notenbanken ganz klar die Richtung vor. Das heißt also, die EZB hat ja so ein bisschen durchblicken lassen, dass man auf der letzten Sitzung im Dezember vielleicht nochmal etwas expansiver unterwegs sein könnte. Was das genau ist, das ist das Geheimnis im Augenblick noch von Herrn Draghi. Es kann eine Ausweitung des monatlichen Anleiheaufkaufsprogramms sein, also im Volumen oder im Zeitraum. Vollkommene Spekulation. Braucht man sich im Augenblick auch nicht den Kopf drüber zu zerbrechen, weil darauf gibt es einfach noch keine Antwort. Das hat natürlich dann entsprechende Spuren hinterlassen. Mehr billiges Geld bedeutet mehr Geld in die Aktienmärkte und von daher der DAX nach oben ausgebrochen. Beim Euro natürlich die entgegengesetzte Reaktion. Ist klar, mehr Euros auf dem Markt. Das heißt also, die Gemeinschaftswährung wird dadurch geschwächt und da haben wir hier auch den entsprechend starken Effekt gesehen auf 1,10 runter. Das war relativ kräftig gewesen. Jetzt habe ich gerade einen Hinweis bekommen, dass es hier Tonprobleme gibt. War aber bisher nur von einem Teilnehmer. Also von daher nochmal die Bitte an alle, falls es ein Tonproblem gibt, einfach nochmal neu einwählen über den Link, den Sie bekommen haben. Und dann sollte eigentlich mit dem Ton auch alles okay sein. Ich habe hier auch gerade den Hinweis bekommen, dass der Ton okay ist. Also einfach nochmal neu einwählen und dann sollte es passen. Also zurück zum Markt. Sie sehen es hier, DAX ausgebrochen, das heißt also wieder mal eine positive Reaktion auch auf die Entwicklung am Devisenmarkt. Schwächerer Euro gleich steigender DAX. Dadurch verbessern sich ja, Sie kennen die Argumentation, die Wettbewerbschancen der deutschen Exportunternehmen natürlich auf den Weltmärkten mit einem niedrigeren Euro. Und das ist ja letztlich auch das Ziel der EZB. Sie will ja auch bewusst den Euro schwächen, um damit eben die Euro-Konjunktur anzuschieben, weil ja einfach die anderen Maßnahmen nicht so richtig Wirkung zeigen. Die verpuffen eigentlich. Deshalb versucht man das Ganze dann eben über den Devisenbereich. Und natürlich wollen das auch andere Notenbanken machen, um ihre heimische Konjunktur unterstützen. Und so haben wir dann einen Währungskrieg. Offiziell sagt das natürlich niemand, aber wenn man sich das mal anschaut, diese Kaskadeneffekte, die auch immer einsetzen, nachdem jetzt die EZB am Donnerstag tätig geworden ist, war dann noch die Bank of China am Freitag gewesen mit einer Leitzinssenkung. Jetzt haben wir morgen die amerikanische Notenbank, die Fed, die entsprechend agieren könnte und vielleicht auch eine Zinserhöhung nach hinten verschiebt. Wenn wir uns mal eben anschauen, wie hier die Erwartungen sind für einen Zinsschritt morgen am Terminmarkt. Sie sehen es mal gerade, 5% rechnen die Marktteilnehmer damit, dass es morgen zu einer Zinserhöhung kommt. Also auf gut Deutsch, es gibt keine Zinserhöhung morgen. Wenig überraschend. Der Dezembertermin wurde ja ganz lange gehandelt. Da haben wir im Augenblick eine Wahrscheinlichkeit von 34%, dass es zu einem Zinsschritt kommt. Da werden wir morgen vielleicht ein bisschen mehr erfahren, aber auch hier die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Es gibt ja nur das Statement, was morgen veröffentlicht wird. Und das bedeutet, dass sich hier die FED-Mitglieder eigentlich nur äußern könnten zu einer möglichen Zinserhöhung im Dezember. Kommt sie oder kommt sie nicht? Es gibt verschiedene Argumente. Die einen sagen, in den USA sind die Konjunkturdaten gut genug. Die anderen verweisen darauf, ja, die Konjunkturdaten sind eigentlich auch schlecht, wenn man sich jetzt den Arbeitsmarkt anschaut mit Partizipationsrate. Vom Hausbau gab es zuletzt schlechte Zahlen. Auch heute kamen wieder schlechte Daten aus den USA. Das Konsumentenvertrauen hatte sich eingetrübt, die Gebrauchsgüter nicht so richtig entwickelt, also sehr durchwachsen. Deshalb könnte man sagen, Zinserhöhung erst 2016. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn es zu einer Zinserhöhung kommt, dann ist natürlich auch mal dieses Damoklesschwert, wie reagieren die Märkte auf eine Zinserhöhung, endlich mal weg. Sie haben die vielen Notenbanken, die sehr expansiv unterwegs sind. Das heißt also, die EZB und die Bank of Japan, die Bank of China, könnte man jetzt argumentieren, naja, wenn die Notenbanken sehr expansiv sind, dann kann es sich die FED erlauben, etwas weniger expansiv unterwegs zu sein und damit eben dann auch ein geringerer negativer Effekt auf die Märkte haben, könnte so eine Zinserhöhung sein. Das ist genauso gut möglich. Sie merken schon, man kann wirklich hier argumentieren, wie man möchte. Man muss einfach nur wissen, was will man nachher zum für ein Ergebnis haben. Und dann kann man die entsprechenden Argumente sich zusammensuchen.
Es bleibt so ein bisschen spannend. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass es eine Zinserhöhung geben wird, aber mal morgen das Statement durchlesen. Wenn dort nicht relativ deutlich klar wird, dass es zu einer Zinserhöhung kommen sollte im Dezember und die FED die Märkte darauf nicht richtig bewusst vorbereitet, dann kann man das Thema wirklich streichen. Wie reagieren dann die Märkte darauf, wenn es keine Zinserhöhung gibt im Jahr 2015? Naja, da können Sie auch zweifach argumentieren. Auf der einen Seite sagen, es gibt weiterhin sehr billiges Geld, wobei natürlich eine kleine Zinserhöhung sowieso keine Auswirkungen haben würde auf die Konjunktur. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, hey, die FED schätzt die US-Wirtschaft wohl relativ schwach ein, dass sie noch nicht mal einen ersten Zinsschritt vertragen könnte. Das ist ja dann eine sehr, sehr negative Einschätzung, also dass dann auch negative Implikationen wiederum für den Aktienmarkt haben könnte. Also es bleibt sehr nebulös, sehr vorsichtig, aber die Märkte zuletzt an der Mauer der Angst nach oben gestiegen. Der DAX ist ja gestiegen, der S&P ist gestiegen, also von daher war das schon mal ganz konstruktiv gewesen. Wir gucken hier mal kurz, nee, jetzt habe ich schon fast das Sentiment vergessen. Wir machen mal kurz die Umfrage, wo Sie den DAX am nächsten Dienstag sehen. Machen Sie da einfach mal mit. Die Frage wieder mal, wie schätzen Sie den DAX ein, aus Sicht von einer Woche? Zuletzt waren Sie ja richtig gewesen mit Ihrer Einschätzung. Da hatten wir die Umfrage bei 9.900 Punkten gemacht, bei 10.700 hat der DAX geschlossen. Und wie schätzen Sie den DAX bis zur nächsten Woche ein? Einfach nochmal abstimmen, ist auch anonym. Ich weiß nicht, wer von Ihnen wie abgestimmt hat, also können Sie einfach draufdrücken, gar kein Problem. Währenddessen antworte ich mal eben einen Teilnehmer, der immer noch Tonprobleme hat. So, dann schließe ich die Umfrage. Ist sehr deutlich ausgefallen wieder mal. Das heißt also, gucken wir uns mal eben das Ergebnis an. So, für den 3.11. sagen 64%, dass der DAX höher stehen wird. 36% der DAX steht tiefer. Das heißt, Sie sind also wieder relativ optimistisch gestimmt. Sie sehen hier, zweite Mal in Folge. Vielen Dank, der Ton ist perfekt. Also wie gesagt, ich hatte jetzt auch mal den Teilnehmer geschrieben, dass der Ton eigentlich gut sein soll oder dass er sich neu anmeldet. Dann sollte es eigentlich passen. Also kommen wir jetzt zur Sentimentumfrage zurück. Sie sehen es, Sie sind weiterhin sehr positiv im Augenblick eingestellt. 63% ist fast das höchste Niveau, abgesehen von Anfang Oktober seit Anfang Mai. Also sehr bullische Ausprägung. Ist jetzt die Frage, ob Sie schon voll investiert sind oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Ich würde das mal so unterstreichen. Ich bin auch verhalten optimistisch, allerdings kurzfristig hätte ich mich jetzt nicht ganz so weit aus dem Fenster gelehnt und das schauen wir uns dann nachher an. Warum eigentlich? Okay, Moment, schließen. So, jetzt sollte wieder bei Ihnen auch der Bildschirm zu sehen sein. Entschuldigung, ich habe glaube ich gerade das noch nicht geschlossen. Perfekt. Hier sehen Sie nochmal die Umfrageergebnisse. Also bullisch gestimmt 64%, deutlich besser als das Bärenlager im Augenblick, die höchste Ausprägung. Hier nochmal die Übersicht zum Ganzen. Also bullisch, bearish, 64% sind von Ihnen da überzeugt, dass der DAX nächste Woche höher stehen wird. Also sehr positiv das Ganze vom Sentiment her. Gucken wir uns mal kurz die Bilanzsaison in den USA an. Wie sieht es da derzeit aus? Sie sehen die Umsätze in den vergangenen Quartalen, habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Wie haben die sich eigentlich entwickelt? Die Umsätze sind rückläufig. Sie werden auch im dritten Quartal, wofür ja gerade die Bilanzen vorgelegt werden, ebenfalls rückläufig sein. Das ist jetzt im Augenblick noch ein Schätzwert hier, dieses hellblaue Fläche, aber seit Jahresbeginn hier eine ganz klare Tendenz negativ und zwar mit steigender Tendenz sogar, also immer stärker rückläufige Umsätze sehen wir bei den S&P 500 Unternehmen. Darauf kann man natürlich schon mal folgern, dass sich das Umfeld für die amerikanischen Unternehmen weiter verschlechtert und das ist natürlich ein wesentlicher Grund für die Entwicklung am Devisenmarkt, weil einfach die Produkte der US-Konzerne auf den Weltmärkten teurer geworden sind.
deshalb also die Umsätze dann rückläufig. Entscheidend natürlich für uns Anleger ist, wie entwickeln sich eigentlich die Gewinne. Und auch hier eine ähnliche Tendenz im Augenblick schon zu erkennen. Ähnlich vergleichbar zum Beispiel hier mit 2012, da war es ja auch zum Jahresschluss so gewesen, dass die Fiskalklippe in den USA für viel Wirbel gesorgt hat und die Wirtschaft auch belastete. Aber Sie sehen es auch hier, dass wir bereits seit einigen Quartalen schon rückläufige operative Gewinne haben bei den Unternehmen im S&P 500. Und ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu 2012, also Ende 2012, ist, dass wir jetzt ja auch schon rückläufige Umsätze haben. Wenn Sie das mal hier vergleichen, Ende 2012 stiegen zumindest noch die Umsätze kräftig an. Das war dieser Zeitraum hier, wo ja hier die Gewinne leicht negativ waren. Aber jetzt haben wir ja hier rückläufige Umsätze, sogar steigend rückläufige und hier unten eben auch fallende Gewinne bei den S&P 500 Unternehmen. So. Und das ist die prozentuale Veränderung jeweils im Vorjahresquartal, im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das sind diese Werte hier. Also prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahresquartal bei den operativen Gewinnen für die S&P 500 Unternehmen und entsprechend bei den Umsätzen auch im Vergleich zum Vorjahresquartal. Sie sehen es also beides negativ inzwischen seit mehreren Quartalen. Dass in einem solchen Umfeld natürlich dann nur schwer steigende Kurse möglich sind oder gerechtfertigt werden können, fundamental, ist natürlich vollkommen klar. Und das Problem ist natürlich jetzt inzwischen auch schon, dass die Unternehmen, gerade was eben die Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung angeht, schon sehr viel Potenzial ausgeschöpft haben. Das heißt also, Rationalisierungsmaßnahmen wurden ja schon durchgeprügelt, möchte ich mal in Anführungszeichen nennen, Steueroptimierungsprogramme gemacht, günstige Refinanzierungen gibt es über die niedrigen Zinsen am Anleihenmarkt. Das heißt also, hier ist eigentlich die Luft, um noch mehr Gewinn zu erwirtschaften, noch mehr auszuquetschen, die Umsätze, die erzielt werden, die sind eigentlich schon nahezu vollständig ausgeschöpft. Jetzt müssten eigentlich die Umsätze weiter ansteigen, aber Sie sehen es hier eben, der Trend der rückläufigen Umsätze inzwischen schon, der jedoch sehr, sehr nachdenklich stimmen sollte. Und es ist zu erwarten, dass eben auch die Zahlen jetzt für das dritte Quartal entsprechend negativ ausfallen. Wir haben hier natürlich positive Überraschungen zuletzt gesehen. Das ist richtig, wie zum Beispiel bei einigen Schwergewichten, also bei Microsoft, Google, also im Augenblick, beziehungsweise Google ist ja der frühere Name gewesen, also Alphabet inzwischen, Microsoft, McDonald's, Amazon, die haben positiv überrascht, auch eine Intel. Aber wenn man das insgesamt betrachtet, auf alle Unternehmen angewendet, dann ist jedoch die Tendenz ganz klar rückläufig seit mehreren Quartalen. Jetzt kommt heute noch Apple raus und auch hier sicherlich die Tendenz dazu, dass wohl die Umsätze weiter fallen werden. Dazu gleich aber noch mehr. Wir wechseln mal in die USA, gehen jetzt ein bisschen in die technische Perspektive rein. Wie ist im Augenblick der Markt einzuschätzen? Wir haben hier den S&P 500 dargestellt. Ich habe Ihnen mal da hier mitgebracht die Anzahl der Aktien im S&P 500, die zum Beispiel neue 52 Wochen Tiefpunkte ausgebildet haben. Hier gibt es eine ganz besondere Entwicklung. Sie sehen hier in schwarzer Linie dargestellt den S&P 500, hier die schönen Kursgewinne von 1880 auf 2080 zuletzt, also eine kräftige Aufwärtsbewegung. Gleichzeitig stieg aber auch die Anzahl der Aktien ganz leicht, die neue 52-Wochen-Tiefs ausgebildet haben. Das heißt also, der amerikanische Aktienmarkt entwickelt sich im Augenblick relativ heterogen. Es steigen nicht alle Aktien an, nicht alle Segmente oder Branchen werden gekauft, sondern nur vereinzelte Branchen werden gekauft. Keine marktbreite Aufwärtsbewegung, sondern wirklich nur einzelne Schwergewichte, die hier den Gesamtmarkt nach oben gezogen haben. Das zeigt diese Grafik hier schon mal relativ deutlich mit der steigenden Anzahl der 52-Wochen-Tiefs. Zugleich haben wir aber auch eine Situation, wo im Augenblick schon sehr viele Aktien über ihrer 20-Tage-Linie handeln. Sie kennen das, diese Grafik hier bringe ich ungefähr jedes zweite, dritte, vierte Webinar, was ja ein sehr guter Taktgeber immer gewesen ist, um zu bestimmen, ist der amerikanische Aktienmarkt im Augenblick überhitzt oder eben nicht. Und hier ist es ja einfach so, darauf zu achten, wenn ungefähr mehr als 80, 85% der Aktien im S&P 500 über ihrer 20-Tage-Linie notieren, das ist hier diese grüne Linie, dieser Prozentsatz, dann hat man meistens einen temporären Hochpunkt an den Märkten.
Im Augenblick ist das wieder der Fall. Wir sind so bei 74%. Wir lagen zuletzt bei 85% vor gut anderthalb, 2 Wochen. Also hier eher der Extrembereich oben. Lässt also auch daraufhin erwarten, dass es wohl zu einer Konsolidierungsphase kommen wird. Es muss nicht zwingend zu einem Rücklauf bis hier unten in den Bereich kommen. Aber bedenken Sie immer, wenn Sie einsteigen am Aktienmarkt, das Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist entscheidend. Steigen Sie nicht dann ein, wenn die Märkte schon heiß gelaufen sind, sondern immer dann, wenn wirklich keiner oder nur wenige Aktien haben wollen. Das heißt also hier bei den Tiefpunkten. Jetzt fragen Sie sich natürlich, ja, wie soll ich denn wissen, dass der Markt gerade einen Tiefpunkt hier erreicht hat? Und das zeigt ja eben diese Grafik hier sehr schön. Gucken Sie einfach darauf, wie viel Prozent der Aktien im S&P noch über ihre 20-Tage-Linie notieren. Wenn es nur noch 15 bis 20% sind, also die grüne Linie hier unten notiert, dann hat man immer sehr guten Tiefpunkt getroffen. In den vergangenen, ja, ich würde schon sagen Jahren, vor allem auch in den vergangenen Monaten, war das ein sehr guter Taktgeber gewesen. Ab 5% können Sie eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Da erwischen Sie auf jeden Fall schon mal ein relativ günstiges Einstiegsniveau. Hier oben ist es im Augenblick gefährlich. Die Seite hier, falls Sie das für sich privat auch immer mal gucken wollen, einfach eingeben, Index Indicators heißt die Seite und dann schauen nach dem Prozentsatz der Aktien. Ich rufe Ihnen das mal eben auch auf. Dann können Sie das auch, kann ich Ihnen den Link kurz mal schicken, damit Sie das dann auch für zu Hause haben. So, Anzahl der Aktien über Ihrer 20-Tage-Linie. Ich stelle Ihnen den Link hier in den Chat rein. Gucken Sie einfach mal immer wieder auf den Link, den ich Ihnen gerade geschickt habe. Da sehen Sie einen sehr guten Taktgeber eigentlich, um einzuschätzen, wie im Augenblick die Stimmung ist in den USA. So, also, wir halten schon mal fest, nicht alle Aktien steigen im Augenblick und er ist kurzfristig überhitzt, der amerikanische Aktienmarkt. Dann mal ein bisschen die reine Chartlehre. Auch diese Grafik hier, die habe ich Ihnen, glaube ich, auch das letzte Mal vor 3 Wochen gezeigt. Sie erinnern sich sicherlich noch, der Verlaufsvergleich des Dow Jones mit der Situation in 2011 und 1998. Und wir hatten damals gesagt, es kann hier nochmal zu einem Anlauf bis zu diesem Tiefpunkt kommen, was im August ausgebildet wurde. Mittelfristig wird es aber so kommen, dass die Aktienmärkte eher steigen werden. Also so gerade im Oktober hin ist mal davon auszugehen, dass wir uns hier wieder etwas positiver entwickeln werden. Und ja, Sie sehen es, wie haben sich die Aktienmärkte tatsächlich entwickelt? Positiv, sie haben sich eigentlich daran gehalten, wie hier auch der Verlaufsvergleich gewesen ist. Die Situation aus 2011 ist nicht mehr ganz aufrecht zu erhalten. Sie sehen hier diese Seitwärtsbewegung, die hielt ein bisschen länger an insgesamt eigentlich. Hier sind wir in 1998 Mitte Oktober nach oben hin ausgebrochen, dann weitergelaufen, bevor dann so eine kleine korrektive Phase einsetzte im November. Auch hier haben wir zum Beispiel im November im Jahr 2011 nach einer leichten Erholung eine korrektive Phase gesehen und anschließend ging es weiter nach oben. Was kann man jetzt darauf ableiten? Ich zeichne hier einfach mal einen möglichen Verlaufsvergleich ein. Der ist so ein bisschen Konsolidierung hier auf erhöhtem Niveau. Das würde ich mal so einzeichnen, aber dann ganz klar mit der Tendenz. Das ist jetzt vom Timing her sehr, sehr schwierig, dass wir hier im November nochmal eine Korrektur sehen werden, die uns sicherlich zurückführen wird bis in den Bereich um rund 17.000 Punkte. Also hier das Ausbruchsniveau und anschließend daran dann eine doch relativ freundliche Entwicklung bis zum Jahresschluss, beziehungsweise eben dann auch darüber hinaus. Das könnte man im Augenblick ableiten aus den Verlaufsvergleichen der Jahre 2011 und 1998. Wenn wir das mal vergleichen mit der Oktober-Rallye, die habe ich Ihnen hier mal mitgebracht in einem weiteren Schaubild, dann kann man das Ganze auch statistisch untermauern. Und zwar hier die Performance mal dargestellt, wenn der Markt im Oktober sehr stark gestiegen ist. Das ist diese Durchschnittsbetrachtung hier. Und zwar der S&P entwickelte sich im Oktober um 8,1%, sind im Augenblick gut 7% oder mehr seit 1950. Wie entwickelte sich dann der S&P oder der Dow Jones Index im Anschluss danach? Das hier, die Nulllinie, ist der erste Handelstag im November. So, und Sie sehen es hier relativ deutlich, dass wir hier uns idealtypisch zuletzt auch entwickelt haben. Das heißt also, die Handelstage davor waren mit starken Gewinnen geprägt gewesen.
Dann die ersten 20 Handelstage nach im November sind eher von Schwäche gekennzeichnet, sodass es Ende November meistens hier zu einer Bodenbildung kommt. Und ab Ende November erfolgt meistens nochmal ein deutlicherer Aufwärtsschub. So die Verlaufsvergleiche, wenn der S&P 500 im Oktober um mehr als 8% gestiegen ist, seit 1950, dann ist das hier die Durchschnittsbetrachtung gewesen für den S&P und für den Dow Jones. Also halten Sie fest, im November eher etwas jetzt Gas rausnehmen. Es kann jetzt nochmal ein bisschen aufwärts gehen, aber dann eher Konsolidierungsphase, korrektiv bis Ende November und dann eine meist freundliche Bewegung im Dezember, beziehungsweise die meistens bis in den Januar hinein reinreicht. Ich schicke Ihnen auch hier mal die entsprechende Analyse weiter. Wenn wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, dass wir also jetzt überkauft sind und dass wir jetzt wohl eine korrektive Phase sehen, wohin sollte man jetzt investieren, wenn man in den USA einsteigen möchte? Da habe ich Ihnen hier einfach die verschiedenen Segmente mal mitgebracht, die das ganz deutlich zeigen. Das hier ist eine Performance-Betrachtung, das ist jetzt ein bisschen, ich sage es mal, anspruchsvoller in Anführungszeichen. In schwarz dargestellt der S&P 500. In rot dargestellt ist das der Russell 2000, das ist also der Index des Small Caps. Und in blau dargestellt der S&P 400, das ist der Mid Cap Index, quasi der amerikanische MDAX Index. Und hier unten ist die relative Performance dargestellt. Das heißt also, ich stelle hier unten eine Berechnung dar, wie entwickeln sich die Mid Caps, also der S&P 400, beziehungsweise der Russell 2000 im Vergleich zum S&P 500. Fällt die Linie, dann entwickelt sich der S&P 500 wesentlich besser als zum Beispiel der Mid-Cap-Index oder der Small-Cap-Index. Und Sie sehen es hier seit Anfang Oktober, eine ganz klare Outperformance der Blue-Chips. Und das sieht man auch hier sehr deutlich, also hier zum Beispiel die Mid-Caps, aber eben auch hier die Small-Caps in Rot dargestellt, die haben noch nicht einmal den Hochpunkt vom September zurückerobert. Das heißt also, Mid-Caps und Small-Caps werden in den USA gemieden und nur die Dickschiffe im S&P 500 werden gekauft. Hier der S&P deutlich ausgebrochen über den Hochpunkten von Mitte September, während hingegen, wie gesagt, die Mid-Caps, aber eben auch die Small-Caps haben diese Hochs noch nicht ausgebrochen. Das heißt also, im Augenblick in den USA werden wirklich nur die Schwergewichte gekauft und nicht die kleinen Werte. Und deshalb eben, wenn man jetzt noch einsteigt, dann wirklich in die Schwergewichte reingehen. Und da gucken wir uns dann noch die Sektorperformance an, um hier ein wirklich absolut umfassendes Bild im Augenblick zu bekommen. Die Sektor-Overview habe ich Ihnen hier mitgebracht, einfach mal auf Basis von 3 Monaten können wir uns das anschauen. Also da, wo wir eigentlich jetzt zuletzt uns relativ gut entwickelt haben, seit September, Oktober. Da sieht man Technologieaktien ganz stark gefragt, Utility-Versorgerwerte gefragt, zyklische Konsumwerte oder eben auch defensive Konsumwerte, Industrieaktien 3% sehr stark. Gesundheit, nach wie vor wird das gemieden, also der ganze Biotech-Sektor wird nicht gekauft. Die ganzen Finanzwerte werden nicht gekauft, Energieaktien werden auch nicht gekauft. Also hier eine ganz klare Sektorbetrachtung, Technologieaktien beliebt, Industrieaktien. Da sollten Sie sich im Augenblick drauf konzentrieren, auf die Werte, aber bitte nicht mehr in den Technologie, nicht mehr in den Biotech-Bereich reingehen. Ich gebe Ihnen auch hier mal kurz den Link zu, dann können Sie sich das auch zu Hause nochmal in Ruhe anschauen, immer wieder mal draufschauen, welche Sektoren gekauft werden. Biotechnologieaktien kommt gerade eine Frage rein, sollte man da jetzt nicht mal reingehen? Ich hatte es Ihnen ja schon vor 3 Wochen gesagt, meiden Sie die Biotechnologieaktien nach wie vor. Hier der Index, der Nasdaq Biotechnologieindex, ich hatte gesagt, es kommt im besten Fall zu einer Stabilisierung. Genau das ist eingetreten. Wir haben hier nur eine Seitwärtsbewegung auf tiefem Niveau, aber längst keine so kräftige Aufwärtsbewegung wie zum Beispiel am S&P 500. Das heißt, Biotechnologieaktien leiden weiterhin darunter, weil man nicht weiß, eben wie diese Einschätzung von Frau Hillary Clinton zu verstehen ist, von wegen, dass hier nicht mehr so hohe Margen erzielt werden sollen, dass viele Medikamente überteuert sind. Mein Ratschlag, meiden Sie weiterhin amerikanische Biotechnologieaktien, damit eben auch bei BB Biotech. Da ist im Augenblick einfach zu wenig Fantasie drin. Hier ist sogar ein Abwärtstrend im Augenblick gegeben. Das sieht nicht so gut aus. Wenn wir uns hier den Gesamtmarkt angucken, den S&P 500, auch hier kurz die Roadmap für die kommenden Tage natürlich extrem schwierig,
weil morgen die FED nochmal tagt. Es kann eben dann verschiedene Szenarien kommen. Einmal Rücklauf wäre jetzt typisch hier an die Unterstützung bei 2039 bis 2040. Im Idealfall prallen wir davon ab und der S&P entwickelt sich moderat nach oben in Richtung des Rekordhochs bei 2130, 2140. Wir haben ja gerade eben die Verlaufsvergleiche gesehen, die eher dafür sprachen, dass der November schwächer wird. Von daher erwarte ich eher so eine Seitwärtsbewegung hier oben drüber. Sollten wir unter 2035, 2030 fallen, dann dürfte nochmal ein erneuter Test diese wichtigen Unterstützung hier im Bereich um 1990 bis 2000 Punkten erfolgen, von denen wir uns dann wahrscheinlich ab dem letzten November Drittel nach oben absetzen werden, Test dann 2040 und im Rahmen einer Jahreswechselrallye, möchte ich es mal nennen, dann vielleicht ein erneuter Anlauf hier oben bis in diese Rekordniveaus. Ein weiterer Anstieg hier drüber erwarte ich im Augenblick nicht. Das heißt also keine Fortsetzung dieser Rallye, es sei denn, die FED sagt morgen, es gibt keine Zinserhöhung und wir starten ein quantitativ easing 4-Programm. Dann bricht der S&P sofort hier wahrscheinlich auf ein neues Rekordhoch aus. Das ist aber nicht zu erwarten, einfach aus Glaubwürdigkeitsgründen schon. Also eher so eine Schwäche jetzt nach unten hin. Und hier, das ist so die wichtige Triggermarke, die 2040er. Halten wir die im Auge, fallen wir drunter negativ. Halten wir uns darüber, dann eher Lethargie hier so in diesem Bereich bis 2080, 2100. So, damit kommen wir zu den deutschen Werten und wir wechseln mal eben Richtung Dialog. So, den Chart wollen wir natürlich haben. Das ist der Kurzverlauf von heute, beziehungsweise von der Woche, die schon sehr, sehr negativ verlaufen ist. Ich wechsle sie mal kurz auf ein paar fundamentale Eckdaten, was ist eigentlich passiert. Vertrauensverlust natürlich, ne? Ergebnisse wurden unabsichtlich an Analysten verteilt, da musste man dann schnell reagieren, also das ist natürlich schon mal negativ. Am 16. September hat man eigentlich noch die Ziele bestätigt, das Umsatzwachstum bricht jetzt hier kontinuierlich weg bei Dialog, im zweiten Quartal noch bei 44%, im dritten nur noch bei 18%, jetzt im vierten werden es wohl nur noch 2% dann werden. Die Prognosespanne bei den Erlösen 430 bis 460 Millionen Dollar, also Tendenz auf der Erlösseite rückläufig. Das passt natürlich überhaupt nicht zu einem Unternehmen, was eigentlich klar auf Wachstum ausgerichtet ist. Das ist schon mal wirklich ein negativer Trend. Wir sehen hier, der Ausblick für das Gesamtjahr 1,4 Milliarden Dollar, Analysten hatten 1,45 Milliarden Dollar erwartet. Wir haben bei Dialog weiterhin die Probleme mit einer hohen Abhängigkeit von Apple. Drei Viertel der Umsätze kommen vom iPhone-Hersteller sehr wahrscheinlich. Dann hat man Atmel gekauft oder das angekündigt, den Kauf. Das ist ein Unternehmen, was auch nicht gerade mit hohen Renditen glänzt, was jetzt zuletzt sogar dann Zahlen liefern wird. Morgen, glaube ich, es kommt ein Umsatzrückgang wahrscheinlich im vierten Quartal von 14%. Da muss noch viel Arbeit reingesteckt werden. Also auch dieser Deal, dieser Zukauf kann man sehr kritisch sehen. Der Gewinn je Aktie für 2016 von 3,29 Dollar für Dialog eventuell zu hoch. Das heißt also, hier müssen die Gewinnschätzungen angepasst werden. Damit wäre dann auch die Aktie schon wieder etwas teurer einzuschätzen. Sie sehen es, es gibt viele Probleme bei Dialog Semiconductor. Und das führt eben dann dazu, dass die Aktie eben auch schon seit längerer Zeit nicht mehr zündet. Ja, also hier, das war der Atmel-Deal gewesen im September, dieser erste Absturz. Jetzt nochmal die schlechter als erwarteten Zahlen und der vor allem schwache Ausblick. Hohe Umsätze, sollte man jetzt hier einsteigen? Ich sage ganz klar, nein. Soll man nicht einsteigen, denn erstmal, wir haben es gerade gesehen, fundamental gibt es gar keinen Grund, hier einzusteigen. Das Unternehmen hat einfach viel zu viele Probleme im Augenblick. Zweitens. Die technische Lage, Sie sehen es hier, der Aufwärtstrend ist gebrochen. Das ist diese Linie hier, die gepunktete. Das heißt, die Aktie ist nicht mehr in einem Aufwärtstrend. Ganz im Gegenteil, sie ist inzwischen eben auch schon in einen Abwärtstrend übergegangen, der auch schon seit den Sommermonaten anhält. Das heißt also, es wäre wirklich ein sehr, sehr risikoreiches Spiel, jetzt hier schon auf eine Gegenbewegung zu setzen. Natürlich ist es ein bisschen verlockend, hier einzusteigen, aber wenn Sie sich das mal hier grob betrachten, wir haben hier fallende Bewegungshochpunkte. Das ist ein ganz klares Zeichen für eine intakte Abwärtstrendbewegung. Zielbereich wahrscheinlich zunächst einmal hier die nächste Unterstützung, die ich mal einzeichne,
in der Region um rund 26 bis 28 Euro. Hier rechne ich erstmal wieder mit einer möglichen Stabilisierung. Das haben wir jetzt zuletzt gehabt, vor gut einem Jahr, wo die Aktie mehrfach mal aufgesetzt. Und hier könnte man dann versuchen, vielleicht, wenn man wirklich vom Unternehmen überzeugt ist, mal erste Stücke einzusammeln. Aber im Augenblick fürchte ich, dass die Aktie weiter nach unten durchgereicht wird. Wenn wir uns mal hier die Differenzen zum Beispiel in der Historie auch zur 200-Tage-Linie betrachten, sind es im Augenblick 26%. Sie sehen, es war auch schon mal zu größeren Krisenzeiten im Mai 2013 37% gewesen. Also auch hier kann man noch nicht von einem richtigen Ausverkauf sprechen. Insgesamt überzeugt also weder die fundamentale Seite noch das Chartbild. Wir gehen davon aus und ich gehe davon aus, dass wir hier mindestens bis in den Bereich von 26 bis 28 Euro gehen werden und hier könnte man dann erste Stücke mal einsammeln. Ein weiterer Wert, der natürlich im Zusammenhang mit Dialog ja, genannt werden muss, das ist zunächst einmal natürlich Apple. Bei Apple will ich Ihnen auch eine Grafik zeigen, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Das ist natürlich hier nicht die Exklusiv-Premium-Statistik. Gucke ich gerade mal, wie ich da nochmal dran komme. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn jetzt hier gerade geblockt wird. Ah. Also Sie sehen es, was Sie hier sehen, ich lade gleich die Seite nochmal. Das ist der Anteil des iPhones an den Umsätzen bei Apple. Sie sehen es deutlich steigend, lag zuletzt bei ungefähr gut 60%. Das heißt, Apple ist weiterhin ein iPhone-Laden. Der iPhone-Absätze sind ganz klar entscheidend für die Entwicklung, für die Bilanz bei Apple, entscheidend über Erfolg oder Misserfolg. Und das hier sind die Prognosen der Analysten. Wir haben in den vergangenen 3 Quartalen Zuwächse bei den iPhone-Absätzen von mehr als 50% gesehen. Das zeigt hier sehr schön diese gelben Balken. Und damit hat natürlich dann auch das Ergebnis die Aktie bei Apple entsprechend stark zugelegt. Heute Abend, ja, wie gesagt, werden die Zahlen erwartet von Apple. 21:30 Uhr, glaube ich, ja, kommen die raus. Und Sie sehen es jetzt, für das abgelaufene Quartal erwartet man nur noch 30% Zuwächse. Entsprechend dann natürlich auch der Gewinn je Aktie, der nach unten gehen wird. Und für die wichtigen Weihnachtsgeschäft ist sogar fast nur noch mit einer Stagnation zu rechnen. Liegt natürlich daran, dass wir hier in den letzten Jahren einen ganz klaren Umsatzsprung gesehen haben. Und das wird natürlich dann jetzt der entsprechend negative Effekt haben, weil das Unternehmen irgendwann diese hohen Vorjahreswerte nicht noch einmal erreichen kann. Deshalb eben jetzt hier, Sie sehen es, die Wachstumsperspektiven inzwischen für Apple deutlich gedämpft, eben aufgrund von iPhone-Absätze. Die neuen Produkte wie die iWatch, die können das noch nicht kompensieren. Und das führt einfach dann dazu, dass hier zwar die Aktie insgesamt mit einem durchaus attraktiven KGV im Augenblick gehandelt wird, also zum Beispiel 9,80 $ die Gewinn je Aktie für 2016 im Augenblick, wäre ein KGV von 12. Zieht man davon noch den Netto Cash je Aktie ab von ungefähr $26, kommen wir sogar auf ein KGV von 9. Ein KGV von 9 für ein großes amerikanisches Unternehmen ist eigentlich Top-Wert. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, aber es ist natürlich auch ein Ausdruck dafür, dass die Investoren offenbar nicht gewillt sind, hier noch weiter einzusteigen, weil einfach die Wachstumsaussichten inzwischen deutlich negativer sind. Oder sagen wir es mal so, im Vergleich zu früheren Quartalen bei Apple deutlich geringer ausfallen werden. Und deshalb ist man hier vorsichtig. Das sind noch die Schätzungen hier für das Septemberquartal, also für heute Abend 51 Milliarden Dollar Umsatz, 1,88 $ Gewinn je Aktie, noch ein bisschen mehr als im Vorjahr mit 1,42 $ und der Markt rechnet mit 45 bis 51 Millionen verkaufter Smartphones. Das, wie gesagt, die Vorgaben für die Zahlen, die in ein paar Stunden erscheinen werden, in 2 Stunden ungefähr, aber eben mittelfristig betrachtet auf die nächsten Quartale, ist der Umsatz wohl rückläufig und von daher niedriges Wachstum wird erwartet und inzwischen schon eingepreist. Und auch das sieht man dann natürlich nicht nur bei Dialog, wo ja Apple ein wichtiger Kunde ist, sondern natürlich auch im Kursverlauf von Apple selbst. Sie sehen es hier, die Aktie eigentlich gefangen in der Seitwärtsbewegung. Sie hatte zuletzt eine ganz klare Underperformance zum Gesamtmarkt. Also hier nur noch gelaufen in der Range 107 bis ungefähr $120. Und da sind wir nicht nach oben hinausgebrochen, sollte man bei Apple einsteigen.
einsteigen. Auch hier sage ich eher die Finger von Apple lassen im Augenblick. Erst wenn zumindest mal der Wert hier drüber steigen sollte, also über 120 und sich da auch per Wochenschluss stabilisiert und am besten auch über der 200-Tage-Linie hier bei 121 Dollar, dann kann man wieder erste Stücke einsammeln, aber dann auch mit einem Stopp entweder bei 106 Dollar oder eben knapp darunter bei 117 Dollar ungefähr. Ansonsten hier einfach mal nur beobachten, ob es hier wirklich dann mal zu einer positiven Entwicklung kommt, zu einem Ausbruch nach oben. Ein wirklich gutes Kaufsignal ergibt sich sowieso erst, wenn wir hier ein neues Rekordhoch ausbilden. Das ist aber im Augenblick nicht zu sehen. Die Aktie ein bisschen besser von der Charttechnik her als jetzt zum Beispiel eine Dialog. Aber Sie sehen es hier einfach, diese klare Underperformance in den vergangenen Monaten, die spricht einfach dagegen, dass man hier im Augenblick investiert sein muss. Also wäre ich sehr vorsichtig. Dann hatten wir in den USA noch eine Frage gehabt zu den beiden Kreditkartenanbietern Mastercard und Visa. Die hatten wir auch schon mal besprochen vor einigen Monaten. Ich erinnere mich noch gut, da hatte ich Ihnen gesagt, steigen Sie ein, sollte sich eigentlich lohnen. Hier beide Aktien im Augenblick sehr, sehr gut unterwegs. Also hat sich eigentlich als richtig erwiesen, hier einzusteigen bzw. investiert zu bleiben. Bin beide auf Rekordhoch im Augenblick. Das ist sowieso schon mal ein sehr gutes Zeichen. Welche Aktie sollte man bevorzugen? Beide haben einen ganz klaren Aufwärtstrend derzeit. Wenn wir uns mal hier die relative Performance anschauen, also immer wenn Sie zum Beispiel zwei Aktien zur Auswahl haben und nicht wissen, in welche soll ich denn eigentlich investieren, gucken Sie sich mal so eine relative Performance an. Das heißt also im Vergleich beider Aktien miteinander. Das ist hier unten dargestellt. Sie sehen, es ist eine leicht fallende Tendenz, so über die vergangenen Monate betrachtet. Das bedeutet, die Visa-Aktie entwickelte sich grundsätzlich ein bisschen besser als die Mastercard. Und so würde ich das auch sehen, denn Visa ist weiterhin leicht zu bevorzugen. Hier sind klarere Aufwärtstrends im Augenblick gegeben, bessere Unterstützungen auf der Unterseite, Zielbereich Visa ein bisschen schwierig. Maximal der Aufwärtstrend-Kanalgrenze bei rund 85 Dollar auf der Oberseite. Auf der Unterseite Unterstützung im Nachfragebereich hier 66, 67 Dollar ungefähr, 64,50 Dollar. Wir sehen es, hier gibt es sehr viele Unterstützungen eigentlich. Ich würde nicht jetzt unbedingt bei Visa einsteigen, aber wenn ich Positionen habe, diese eigentlich weiter halten, wenn man mittelfristigen Anlagehorizont hat, hier ist weiterhin alles in Ordnung. Wir sehen es, schöne Aufwärtstrends, eine bessere Aktie als zum Beispiel Apple derzeit, weil hier einfach der Trend stimmt und weil wir hier relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt haben. Eine Mastercard aber auch, wenn Sie sich die anschauen, auch hier eigentlich ganz gute Unterstützungen gegeben. Auch hier der Trend aufwärts gerichtet, aber eben nicht ganz so gut wie bei Visa. Dann hat man noch eine Frage gerade reingekommen, auch Anheuser-Busch InBev, also der Brauereikonzern. Ein bisschen exotisch möchte ich da nur kurz machen. Ist an der 200-Tage-Linie angekommen, muss man im Augenblick nicht unbedingt investiert sein. Wir haben hier zwar dieses Gebiet zurückerobert, aber Sie sehen es, wir sind hier in so einer Seitwärtsbewegung, in so einer alten Schieberange drin. Alle, die hier investiert gewesen sind, waren hier im Verlust und könnten dann jetzt, wo der Kurs wieder zurückgekommen ist, die anziehenden Kurse dazu nutzen, dass man hier wieder aussteigt. Und das ist ja noch ein bisschen hinderlich, was eine weitere Aufwärtsbewegung, was gegen eine weitere Aufwärtsbewegung spricht. Also bei InBev wäre ich im Augenblick ein bisschen vorsichtig. Wer investiert ist, kann investiert bleiben. Ein Stoppkurs, je nachdem, hier unter den jüngsten Tiefs bei rund 92,50 Euro setzen. Ansonsten einfach mal abwarten. Wenn wir hier oben dran laufen, vielleicht auch Teilgewinnmitnahmen mitnehmen. Das muss man dann je nach Anlagehorizont betrachten. Aber eine Aktie zumindest mal, die auch etwas besser ist als viele andere, die wir auf dem Kurszettel sehen. Also immer noch positiv investiert bleiben, aber neu investieren würde ich hier jetzt im Augenblick nicht unbedingt. Oh, es gab ein paar Fragen zu PayPal. Da muss ich mal eben gucken, ob ich PayPal im System vorbereitet habe. PayPal habe ich noch nicht drin. Ich muss mir mal eben die Nummer holen. So. PayPal wird ein bisschen schwierig, sage ich gleich dazu, weil natürlich hier noch kaum Historie im Augenblick drin ist. Und deshalb kann man die Aktie relativ schlecht einschätzen, was einfach
ihr Verhalten angeht in bestimmten Marktphasen. So, PayPal habe ich hier mal reingetan. Gut. Also PayPal entwickelt sich ja eigentlich von der fundamentalen Seite her, finde ich, ganz gut. Ich habe jetzt nicht die neuesten Zahlen im Kopf, hat aber mehr Wachstumsstory eigentlich. Aber wenn Sie mich jetzt hier einfach mal fragen, wie sehen Sie die Aktie charttechnisch, dann sage ich Ihnen ganz einfach, hier gibt es keine Argumentationsbasis im Augenblick, denn es gibt auch keine richtig guten, verlässlichen Unterstützungen bei PayPal. Ja, hier eine leichte Nachfrage, vielleicht im Bereich um 30 Dollar, aber ob das wirklich der Fall ist, ist vollkommen offen. Von daher würde ich keinerlei Argumentation im Augenblick anführen, PayPal nur aus charttechnischen Gründen zu kaufen. Wenn Sie die kaufen, dann bitte nur aus fundamentalen Gründen. Charttechnik spielt hier derzeit einfach noch keine Rolle, weil es keine Kurshistorie gibt. Biotech-Index haben wir eben schon besprochen. War ich schon darauf eingegangen. Ich kann aber eben gucken, ob ich hier die Biotech... hier, das war der Biotech-Index gewesen. Nasdaq Biotech-Index. Ich hatte mich negativ dazu geäußert, auch schon vor 3 Wochen. Seitwärtsbewegung, was wir hier sehen. Also eine Underperformance zum Gesamtmarkt. Ich würde weiterhin nicht in Biotechnologieaktien investieren. BW Biotech, genau das gleiche, ist ja letztlich eine Fondsgesellschaft, die letztlich amerikanische Biotechnologieaktien in ihrem Bestand hat. Also hier spielt der Netto-Inventarwert eine wichtige Rolle. Würde ich auch nicht investieren. Gibt es deshalb einfach keinen Grund, beziehungsweise es gibt Aktien, die einfach besser sind, die einen klareren Trend aufweisen, und bei Biotechnologieaktien haben wir im Augenblick einen Abwärtstrend. So, jetzt müssen wir mal auf die deutschen Nebenwerte kommen, auf die Technologieaktien. Das war ja eigentlich auch das Thema des Webinars gewesen. Wir fangen an mit A wie Aixtron, die Zahlen gemeldet haben heute. Und die Zahlen waren besser gewesen als erwartet. Vor 2 Wochen ja noch die Umsatzwarnung. Man hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Auftragseingang, muss man allerdings heute sagen, ist auf das tiefste Niveau gefallen seit dem ersten Halbjahr 2013. Auftragseingang ja immer eigentlich ein ganz guter Prognosemittel, um die weitere Geschäftsentwicklung abzusehen. Die war hier wirklich nicht schön gewesen, aber man hat bei der Rendite ein bisschen was gemacht. Das heißt, die Profitabilität steigt etwas. Muss man hier bei Aixtron investiert sein? Schwierige Frage, gucken Sie sich das mal an. Ich meine, der Chart sagt eigentlich schon alles. Die Aktie ist langfristig in einem Abwärtstrend, sie ist mittelfristig in einem Abwärtstrend. Was interessant ist, ist hier unten der Bereich um 4,75 Euro bis 4,90 Euro. Da wird die seit Juli immer gekauft. Da sind wir jetzt leider ein bisschen von entfernt. Aber ich würde sagen, wenn Sie vom Unternehmen überzeugt sind, den Perspektiven, und die Aktie nochmal hier in diesem Bereich ist, dann kaufen. Kaufen und eng absichern darunter, also im Bereich 4,65 Euro, 4,60 Euro. Aber wirklich auch nur spekulativ kaufen. Denn wie gesagt, der übergeordnete Trend ist bei Aixtron abwärts gerichtet. Das spricht eher dafür, dass neue Tiefs ausgebildet werden. Auf der anderen Seite haben wir hier diese Unterstützungszone, wie gesagt, bei 4,75 bis 4,90. Da kann man dann einsteigen. Zielbereich haben wir hier den nächsten Widerstand bei 5,95 Euro. Die nächste 200-Tage-Linie bei 6,30 Euro bis 6,40 Euro mit dem Abwärtstrend und darüber dann 7,42 Euro, das sind alles Widerstände, die rausgenommen werden müssten. Hier wird es wirklich erst interessant, eigentlich aus technischer Sicht, oberhalb von 7,50 Euro. Dann ist es natürlich ein bisschen schlecht und ein bisschen spät mit dem Einstieg. Deshalb rate ich dazu, kaufen Sie die Aktie, wenn sie hier unten ist, in diesem Bereich, meinetwegen auch schon im Bereich um 5 Euro, aber wirklich auch nur, wenn man von Unternehmen überzeugt ist. Und dann kann man hier eigentlich ein relativ gutes Chance-Risiko-Verhältnis machen. Erzielen. Richtig, der Hinweis noch hier, der Deutsche, der heute gebildet wurde, das ist diese Kerze hier, sieht man relativ selten, ein langer oberer Schatten, ein langerer unterer Schatten und ein ganz kleiner Kerzenkörper signalisiert große Marktunsicherheit. Dazu die hohen Umsätze hier unten noch. Da muss man vorsichtig sein, wir sind ja hier auch vom Widerstand abgeprallt, ich habe es ja auch schon gesagt. Profitabilität gestiegen, Auftragseingang sehr schlecht. Was heißt das? Nicht so richtig gut. Es gab heute ein paar Unternehmen, die noch schlechter waren, Stichwort Manns. Da war Aixtron besser gewesen, aber so richtig gut war das eben auch nicht gewesen. Und das zeigt der heutige Handelstag. Deswegen sage ich ja auch, hier muss man nicht investiert sein, weil hier einfach die übergeordneten Trends mal abwärts gerichtet sind. Das ist was für Antizykliker. Also da entsprechend vorsichtig sein.
Dann möchte ich zu sprechen kommen auf Manns. War auch eine Frage gerade gewesen. Wie sieht die aus? Sollte man da jetzt einsteigen? Nein. Warum? Warum soll man hier einsteigen in so eine Aktie, die hier so brutal abgestraft wurde? In eine Aktie, die seit dem Frühjahr eine Serie von fallenden Hochpunkten ausbildet, während der TecDAX ständig neue Rekorde ausgebildet hat. Also der TecDAX ist ja sowieso mit, ich glaube, 31% seit Jahresbeginn noch viel, viel besser unterwegs als jetzt der DAX. Und das hier ist ein TecDAX-Mitglied und hat hier eine katastrophale Underperformance zum Gesamtmarkt. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, bei Manns einzusteigen. Natürlich, ich kenne hier diese Wachstumsstory von wegen Batteriesegment, China möglicherweise, gibt es hier auch im Solarbereich einen Käufer und so weiter. Das ist sicherlich irgendwo alles von der fundamentalen Seite möglich. Restrukturierung und sowas, aber gucken Sie sich bitte den Chart an. Ja? Das ist kein Trend, das ist eine abwärts gerichtete Entwicklung, die wir hier sehen, die heute kulminiert hat in diesem Ausverkauf. Es kann sein, dass wir hier jetzt so eine Stabilisierung erfahren bei 35, 40. Es kann aber auch sein, dass sich hier weiter Investoren raus verabschieden, wie zum Beispiel bei vielen anderen Werten, die schon in diesem Jahr enttäuscht haben. Hier ist die nächste Unterstützung erst bei 27, 28 Euro, also deutlich tiefer. Muss man einfach nicht investiert sein derzeit. Bei Manns vielleicht auf der Short-Seite sogar noch was probieren, aber ich würde die Aktie generell einfach meiden. Ist viel zu gefährlich. So, eine Aktie, die man zum Beispiel nicht meiden muss, war auch die Frage, was soll man denn zum Beispiel noch investieren? Gibt natürlich Werte, die noch gut sind. Das ist jetzt kein Geheimtipp hier, aber eine Nordex, schauen Sie sich das einfach mal an, wie sich eine Nordex im Augenblick entwickelt. Auftragseingänge ziehen immer weiter an. Es ist möglich, dass die Prognose nach oben genommen wird. Die Zahlen kommen am 11.11. Wird wahrscheinlich kein Karnevalsscherz werden. Sondern hier wird das Unternehmen sehr, sehr gute Perspektiven eröffnen, aufzeigen. Es ist davon auszugehen, dass vielleicht die Prognose erhöht wird aufgrund der jüngsten Erfolge, die man gefeiert hat. Mit der Schwachwindturbine auf der jüngsten Messe ist man sehr gut unterwegs gewesen. Also Sie sehen es hier, ein intakter Aufwärtstrend, die Aktie über der 200-Tage-Linie. Was will man eigentlich mehr? Ja, wir haben jetzt hier im Augenblick nicht das beste Chance-Risiko-Verhältnis, das hat ich Ihnen schon mal gesagt. Eine Nordex-Aktie einfach kaufen, wenn sie unten aufwärts aufsetzt auf diesen Aufwärtstrend, dann ist die interessant. Also im Augenblick hier im Bereich 22,70, noch besser hier so 23,90 an der Unterseite, dann ist die Aktie sicherlich aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten interessant, aber trotzdem der Trend insgesamt aufwärts gerichtet, das ist sicherlich ein Wert, den man mal durchaus spielen kann, ruhigen Gewissens eben auch, dass man hier nicht negativ überrascht wird. Auch wenn das schon gut gelaufen ist, aber meistens ist es ja nochmal so, dass zum Jahresschluss genau die Aktien gekauft werden, die sowieso im ganzen Jahresverlauf schon gut waren. Stichwort hier die Fondsmanager steigen eben dann bei den Werten ein, eben die zu den Gewinnern zählen, um die dann später im Fondsprospekt wiederum ausweisen zu können. Und deshalb ist das auch so ein Kandidat, eben, den man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben sollte für eine mögliche Jahresendrallye, die dann vielleicht so ab dem letzten November-Drittel einsetzen könnte. Hier war noch eine Frage gewesen, gerade reingekommen zu Trägerwerk. Einschätzung dazu. Breite Unterstützungsbasis, also auch so eine Aktie. Warum soll man hier einsteigen bei Trägerwerk? Also Antizykliker können das machen. Wer nicht antizyklisch veranlagt ist, lässt die Finger davon. Weil, guck mal, hier haben sie einfach keinen Trend. Hier haben sie seit dem Jahr 2010 keinen klaren Trend in der Aktie. Ja, das ist eine Seitwärtsgeschichte, die einfach hin und her pendelt. Da verweise ich wieder mal auf eine Drillisch, auf eine Nemetschek, auf eine Freenet, auf eine Nordex in den vergangenen 2, 3 Jahren, die sich deutlich besser entwickelt haben, wo sie einfach einen klaren Trend vorliegen haben und dadurch einfach ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Dennoch, Trägerwerk möchte ich jetzt mal nicht ganz abschreiben. Sie sehen es hier, eine breite Unterstützungszone habe ich eingezeichnet zwischen 55 bis ungefähr 58 Euro, aber dann hier auch einen Stopp platzieren. Das heißt also, da darf nicht mehr viel passieren. Ich wäre hier sehr, sehr vorsichtig.
Wir sind hier jetzt an der Unterseite dieser Abwärtslücke angekommen. Also auch hier die Enttäuschung, ob die Aktie da wieder reinlaufen wird, wäre ich sehr, sehr skeptisch. Das muss einfach nicht sein. Diese Aktie muss man nicht im Depot haben, weil sie einfach keinen richtigen Trend aufweist. Und hier auch diese schöne Serie, die von Hochpunkten in einem starken Marktumfeld ist einfach ein Schwächezeichen. Muss man nicht investiert sein. Eine Frage, GFT. GFT finde ich gut. Danke für das Beispiel jetzt. Für die Aktien, die einfach einen guten Trend aufweisen. Wirecard mache ich gleich noch. Das hier ist GFT. Kaufen Sie sich die Aktie an. Was will ich eigentlich mehr? Das ist ein schöner Wert, der mit einem super Trend aufwartet. Wo man natürlich, klar, schon vor ein paar Jahren hätte einsteigen sollen, aber auch wenn sie dieses Jahr eingestiegen sind, lagen sie immer eigentlich im Gewinn. Die Aktie ist hier gestartet im Bereich von 12 bis 12,50 Euro, ist jetzt bei 26 Euro angekommen. Jetzt muss man hier nicht unbedingt einsteigen, weil, warum? Wir sehen hier einen langfristigen Aufwärtskanal mit der Unterseite und der Oberseite. Wir sind jetzt hier oben ein bisschen an die Oberseite dran gelaufen. 28,25 Euro ist hier das Maximalpotenzial derzeit. Das steigt natürlich weiter an. Das heißt, die Aktie kann sich im besten Fall hier oben weiter knapp unter der oberen Begrenzung des Aufwärtskanals nach oben hangeln. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist im Augenblick nicht wirklich ideal. Also hier würde ich Teilgewinnmitnahmen vornehmen derzeit. Bietet sich an. Ansonsten, wer noch nicht investiert ist, auf die Beobachtungsliste setzen. Und dann einsteigen, wenn wir hier unten angekommen sind, an der Unterseite dieses Kanals, also damit eben auch an der 200-Tage-Linie. Gucken Sie mal hier, die 200-Tage-Linie war eigentlich immer ein guter Einstiegstaktgeber gewesen, verläuft im Augenblick so im Bereich um rund 18, 19 Euro, da kann man die Aktie wieder kaufen. Im Augenblick ist sie ein bisschen überhitzt und ist das Potenzial auf der Oberseite hier ausgereizt, aber sicherlich für das kommende Jahr dann durchaus wiederum ein Kandidat, aufgrund eben der Tatsache, dass hier ein sehr, sehr stabiler Trend vorliegt. Ströer auch ein guter Wert, vollkommen richtig, möchte ich jetzt nicht auch noch aufrufen, aber von der Technik her ebenfalls gut. Eine SMA Solar seit einigen Monaten, wenn man sehr spekulativ unterwegs ist, kann man das ebenfalls bringen. Ich möchte hier noch eine Wirecard zum Beispiel noch anführen, auch die war ja heute Thema gewesen. Unterscheidet sich ebenfalls wesentlich von den eben gezahnten Werten, die einfach in der Seitwärtsbewegung und Abwärtsbewegung sind. Schauen Sie sich das hier an. Wirecard bin ich auch ein großer Freund von. Fundamental gefällt mir die Aktie sehr gut, weil sie einfach ein super Geschäftsmodell haben, was eine sehr, sehr gute Zukunft verspricht. Vielleicht sogar ein Übernahmekandidat auch, wenn hier ein anderes Unternehmen sich in diesem Bereich richtig ausbreiten möchte. Wir sind hier ausgebrochen aus diesem Widerstandsbereich, was ja bisher gewesen ist bei 41,40 bis 42,40 ungefähr, ist im Augenblick, kann man sogar noch einsteigen, wenn man hier langfristig investieren möchte, mit einem Stopp im Bereich 41,25, 40,90 dann rum. Da geht man nur 4 Euro Risiko ein, das sind ungefähr knapp 10%, ein bisschen weniger als 10% Risiko auf der Unterseite. Da steige ich in eine Aktie ein, die übergeordnet in einer Aufwärtstrendbewegung ist, die kürzlich auf eine neue Bestmarke ausgebrochen ist und hier den Widerstand rausgenommen hat, die hier eine schöne Charttechnik aufweist mit guten Unterstützungen, an denen ich mich orientieren kann. Also ist eine Wirecard zum Beispiel einer der Werte oder einer der möglichen Favoriten bis zum Jahresende, aber auch deutlich darüber hinaus. Billery und Boch war eine Frage gewesen. Oh, ich glaube, da muss ich passen bei Billery und Boch. Ob ich die vorbereitet habe in meiner Liste. Machen wir einen Deal. Billery und Boch nächste Woche. Muss ich erst gucken. Die habe ich im Augenblick nicht in der Vorbereitung drin. Arealbank. War eine Frage gewesen, gucke ich auch noch kurz dran. Dann machen wir noch Deutsche Bank als Abschluss heute. Hier ist der Chart nicht mehr ganz aktuell. Wenn wir den mal hier einzeichnen. So. Verbunden mit den jüngsten Tiefpunkten hier reingelaufen. Also Arealbank war ich lange Zeit ein Freund von gewesen. Finde ich im Augenblick nicht mehr ganz so gut.
Comdirect ist übrigens besser aus dem SDAX. Was die Performance angeht, über 6 Monate, über ein Jahr, im laufenden Jahr, ist die Comdirect-Aktie wesentlich besser. Hier ist noch so ein bisschen Fintech mit dabei. Sie haben aber auch noch dann eine hohe Dividendenrendite von knapp 4% bei der Comdirect. Also die würde ich bevorzugen. Kommt auch eine Analyse von mir übrigens am Wochenende bei Börse Online. Also kann sich mal durchlesen am Sonntag oder Montag. Comdirect ist hier sicherlich zu bevorzugen. Ansonsten Arealaktie, ja, hat hier Widerstände im Bereich 36,50 € bis ungefähr 37,40 €. Ist hier aber an der Unterseite dieser guten Unterstützung im Augenblick angekommen. 31,30 bis ungefähr 31,60 Zielbereich, Oberseite, Widerstände hier 40,40 bis ungefähr 41,30 €. Langfristiger Aufwärtstrend, also von daher die Arealaktie zu bevorzugen im Vergleich zur Commerzbank oder zum Beispiel Deutschen Bank. Hat eine relativ gute Charttechnik noch, aber auch jetzt nicht unbedingt so zwingend wie zum Beispiel jetzt die Aktien, die ich gerade eben aus dem Technologiesegment vorgestellt hatte. Kann man aber investiert bleiben, aber bitte dann auch mit Absicherung, also hier knapp unter dem Aufwärtstrend im Bereich 28,60 €, 28,50 €. Hier sollte man den Stoppkurs platzieren. Gut, dann Deutsche Bank war noch kurz die Frage gewesen, möchte ich auch darauf eingehen. Da hatte ich heute auch eine Analyse auf meiner Seite schon noch eingestellt, bei Chartanalysen online. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Es wäre nicht überraschend, wenn die Aktie jetzt noch mal wirklich positiv entwickeln sollte. Warum? Wir haben ja dieses typische Verlaufsmuster, dass zum Jahreswechsel die Deutsche Bank-Aktie meistens gekauft wird. Ich zeichne hier noch mal die Ellipsen ein. Zum Jahreswechsel ist die meistens sehr, sehr stark und das zeichnet sich ja jetzt auch schon, wie gesagt, seit wenigen Wochen ab. Hier, diese Ellipsen, Sie sehen es sehr deutlich, zum Jahreswechsel meistens eine sehr, sehr positive Performance bei der Deutschen Bank-Aktie. Genau das sehen wir jetzt auch schon wieder. Könnte auch noch anhalten. Wir haben jetzt hier die 200-Tage-Linie im Augenblick bei 28 €. Die wird so ein bisschen bremsend wirken, wie sie auch schon hier stabilisierend gewirkt hat dann im Sommer. Muss man jetzt hier einsteigen? Sie sehen es hier, die Differenz zur 200-Tage-Linie. Das ist ja so mein Kompass für die Deutsche Bank zum Beispiel. Wir sind jetzt hier im Bereich der 200-Tage-Linie angekommen. Attraktiver ist die Aktie dann, wenn sie sich um rund, ja, 15 bis 22% von der 200-Tage-Linie nach unten abgesetzt hat. Das war hier Ende September der Fall gewesen. Erinnern Sie sich, im letzten Webinar haben wir, glaube ich, noch drüber gesprochen, habe ich Ihnen gesagt, das ist jetzt ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis hier einzusteigen. Wenn Sie das gemacht haben bei 23,50, 24 €, dann liegen Sie jetzt eigentlich ganz gut im Gewinn mit 15% ungefähr. Also da würde ich jetzt noch drin bleiben, drin investiert bleiben. Das könnte noch weiter nach oben gehen, aber sukzessive Stoppkurse jetzt langsam mitnehmen. Das heißt also hier mal absichern, so im Bereich 26 € vielleicht. Potenzial ist hier durchaus noch ein bisschen mehr vorhanden, aber im Bereich um rund 32 € wird es dann wieder sehr dünn. Achten Sie dann darauf, wenn die wieder hier um mehr als, ja, sagen wir mal so 19, 20% über ihrer 200-Tage-Linie notiert, und das wäre dann hier der Bereich wieder bei 32, 33 €. Dann ist die Luft wahrscheinlich wieder zu dünn und dann geht es wieder nach unten. Also jetzt im Augenblick noch drin bleiben, vielleicht Teilgewinne mitnehmen und mit dem Rest auf einen weiteren Anlauf bis 32 € setzen. Da war noch eine Frage zum DAX gewesen. Wie schätze ich den DAX im Augenblick ein? Zuerst die langfristige Perspektive. Sie sehen es auch hier wieder, die gleiche Technik, die ich anwende. Also wenn Sie sich das nochmal erklärt haben möchten, wie geht das überhaupt mit dieser Differenzbetrachtung immer hier zu den gleitenden Durchschnitten und sowas, schreiben Sie mir das mal. Dann machen wir ein Spezialwebinar einfach mal dazu, wie kann ich die Märkte analysieren auf Basis gleitender Durchschnitte bzw. Differenzen zu gleitenden Durchschnitten. Dann kann ich das mal machen. Vielleicht im November bietet sich das mal an. Hier ist wieder die gleiche Technik angewendet auf den DAX. Dieses Band, dieses Prognosekorridorband, was Sie hier sehen, ist abgeleitet aus den Differenzen zur 200-Tage-Linie. Die haben wir hier unten angenommen. Ab ungefähr 15% negativer Differenz zur 200-Tage-Linie drehte der DAX sehr häufig in der Vergangenheit. Nach oben hin entfernte er sich sehr, sehr selten um mehr als 20%.
Und wir sehen es, wie gut dieser Ansatz jetzt auch zuletzt wieder funktioniert hat, also hier im Sommer. Da entfernte sich der DAX nicht wesentlich von seiner 200-Tage-Linie als eben in dieser erlaubten Spanne. Wir sind jetzt hier wieder an der 200-Tage-Linie angekommen. Das Chance-Risiko-Verhältnis war hier im Oktober und September deutlich besser gewesen. Wenn Sie da eingestiegen sind, bleiben Sie investiert im Augenblick noch. Es könnte jetzt, wie gesagt, mal leicht nach unten gehen, aber dann der übergeordnete Trend ist eher leicht positiv einzuordnen. Mal die Detailprognose für den DAX, damit man jetzt hier mal Butter bei der Fische hat. Sie sehen es, wir sind auch hier kurzfristig extrem überhitzt. Ja, der DAX handelte zuletzt um 8,4% über seiner 21-Tage-Linie. Ein ähnliches Extremniveau hatten wir Ende Januar gehabt. Das heißt, der Markt ist überhitzt, er handelt außerhalb seines Normbereiches, wo er normalerweise 90% der Zeit, die er normalerweise 90% der Zeit verbringt. Sie sehen es hier, dieser Prognosekorridor wird nur sehr, sehr selten verlassen auf der Oberseite. Und wenn es dazu kommt, dann kommt es im Anschluss meistens zu einer Konsolidierungsbewegung. Das war hier Mitte Januar der Fall gewesen. Das war auch noch mal etwas später dann jetzt hier Anfang März der Fall gewesen. Und jetzt haben wir das Gleiche wieder erreicht. Ja, wir sind hier wieder aus diesem Prognosekorridor nach oben hin ausgebrochen. Das heißt, der Markt ist überhitzt, damit reif für eine Konsolidierungsbewegung. Wie wird die sich ablaufen? Was sind mögliche Kursziele und Haltemarken? Wir haben hier wahrscheinlich jetzt im November erst einmal eine Konsolidierungsbewegung, die den DAX mindestens zurückführen wird hier an das Ausbruchsniveau bei 10.340 bis 10.400 Punkten. Und ausgehend von dieser ist es dann möglich, dass der DAX sich ab Ende November langsam nach oben hin absetzen wird. Das ist jetzt mal eine ganz spekulative Prognose. Man weiß nicht, wie die Konjunktur sich entwickelt, was die Notenbanken machen. Aber jetzt einfach mal so ins Blaue rausgeschossen, dass wir uns hier stabilisieren in diesem Bereich 10.390 und von dem uns dann nach oben hin absetzen werden. Prozyklisches Kaufsignal oberhalb von 10.850 Punkten gegeben, mit Kursziel für den DAX dann Jahresende ungefähr 11.600 Punkte. Das ist jetzt mal ganz, ganz risikoreich, was ich hier sage. Ob wir darüber hinaus noch laufen, hängt natürlich dann von den Notenbanken ab. Wenn die EZB sagt, wir machen ein neues QE-Programm, wenn die Fed keinen Gegenwind macht, dann wird der DAX auch zum Jahresschluss auf einen neuen Rekord durchaus schließen können. Fällt der DAX hier unter 10.340 Punkte, dann wird es ein bisschen kritischer. Da müssen Sie aufpassen. Es ist eine größere korrektive Phase zu erwarten, die uns so in den Bereich hier von rund 9.900 Punkten führen könnte. Hier ist auch eine Umsatzhäufung zu erkennen. Spätestens aber dann hier eine gute Unterstützung gegeben im Bereich 9.350, 9.400 Punkte. Da muss man dann abwarten. Mein bevorzugtes Szenario bleibt weiterhin hier eine Stabilisierung in diesem Bereich im Optimalfall. Wenn es ein bisschen stürmischer wird, sie vielleicht noch mal bis knapp an die 10.000 dran. Aber von der aus sollten wir uns dann spätestens ab dem letzten November-Drittel nach oben hin dann absetzen, in Richtung dann der 11.600, 11.700er Marke. Also fassen wir das Ganze noch mal zusammen. Kurzfristig riecht es insgesamt nach Konsolidierungsbewegung an den Märkten. Das heißt also, nicht davon verunsichern lassen, wenn wir jetzt ein paar Minuszeichen sehen werden. Ein bisschen gucken, was morgen die Fed sagt. Am Donnerstag tagt noch die Bank of China. Die wird dann ihre neuen Wachstumsvorgaben präsentieren und ihre weitere Geldpolitik. Sie wissen, wir haben es am vergangenen Freitag gesehen, dass die Bank of China eben auch schon die europäischen Aktienmärkte sehr stark beeinflussen kann. Am Freitag noch die Bank of Japan. Das heißt, die nächsten 3 Tage sind mit einer hohen Volatilität ist da zu rechnen. Seien Sie entsprechend vorsichtig. Bei Einzelwerten ebenfalls sehr vorsichtig sein aufgrund des Gap-Risikos, wenn eine Bilanz veröffentlicht wird. Das fällt ja meistens vor Handelsbeginn. Grundsätzlich nur in Aktien jetzt investieren, die stabile Trends aufweisen. Die haben wir besprochen gerade eben im Webinar, also unter den Technologieaktien, Nemetschek, Ordex, Wirecard und so weiter, die einen guten Trend aufweisen. Aktien, die enttäuscht haben, aufgrund fundamentaler Daten, eher die Finger von lassen. Es sei denn, man hat da irgendein großes Interesse dran oder will antizyklisch agieren. Dann kann man das machen mit keinem Kapitaleinsatz.
grundsätzlich im Augenblick den Kapitaleinsatz ein bisschen zurückfahren, aufgrund der angesprochenen Herausforderungen, die es im Augenblick gibt, Notenbanken, Bilanzen und so weiter, ist alles ein bisschen sehr nervös. Wir sind technisch überhitzt beim DAX, beim Eurostox, beim S&P 500. Das riecht etwas nach Konsolidierung. Also vielleicht nochmal Teilgewinne mitnehmen. Ja, das sollte es eigentlich sein. ATX nur seitwärts, kommt hier die Nachfrage. ja, es ist, nehmen Sie mir das bitte nicht zu genau, was jetzt hier der Trend ist. Der Trend lässt sich immer ein bisschen schwierig bestimmen, weil das ist natürlich die Frage, ja, was, welchen Trend nimmt man jetzt hier? Kurzfristiger Trend, mittelfristiger Trend, langfristiger Trend. Das ist ein bisschen schwierig hier für alle genau das Gleiche zu nennen. Ich sag mal hier, das ist der ATX. Hier kommen immer wieder Fragen, weil ich viele Zuhörer habe wohl aus Innsbruck und Wien, was mich freut. Das ist der ATX im Augenblick. Seitwärts deshalb, weil er ist hier in dieser Range zwischen 2150, 2200 unten und 2550 so auf der Oberseite. Ja. Der TecDAX ist schon an seinen Rekordhoch rangelaufen, der ATX noch nicht. Wir haben immer noch so eine Serie von fallenden Hochpunkten, deshalb habe ich mich hier zu einem Seitwärts durchgerungen. Viele Grüße nach Graz, ja genau. Schöne Stadt. War auch letztens erst noch im Urlaub in Österreich gewesen, von daher viele Grüße in den Süden. Also das hier, der ATX, ist im Augenblick weder Fisch noch Fleisch, möchte ich sagen. Da möchte ich eher so einen Ausbruch oberhalb von 2570 sehen und dann darüber anschließend 2700, deshalb nur seitwärts. Das sind noch die Orientierungsmarken für die nächsten Tage. Achten Sie darauf. Meine persönlichen Orientierungsmarken natürlich, falls Sie hier einen Basiswert handeln. Seien Sie, wie gesagt, jetzt besonders vorsichtig, was die nächsten 3-4 Tage angeht. Kann es sehr hin und her gehen in allen Basiswerten, also auch am Devisenmarkt, am Anleihen, gerade bei den Aktien vorsichtig sein. Aber in den Werten investiert bleiben, die weiter stabile Trends aufweisen. Ansonsten würde ich sagen, viele Grüße in die Welt da draußen. Bis zum nächsten Chart-Webinar am kommenden Dienstag wieder um 7 Uhr bin ich wieder für Sie da. Wenn Sie eine Einzelaktie besprochen haben möchten, ich gebe nochmal eben meine E-Mail-Adresse. Lassen Sie mir ruhig die Frage vorher zukommen. Dann kann ich die nämlich entsprechend vorbereiten. Und dann ist das Ganze auch ein bisschen genauer, als wenn man das hier spontan macht. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail, formlos, kein Problem. Und dann können wir die besprechen. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die rege Teilnahme und bis Dienstag wieder. Schöne Halloween bis dahin und tschüss.